Aber wir müssen das ja nicht als One-Take machen. Du kannst ja gerne alle deine Fragen stellen und dann nachher nur das nehmen, was du haben willst. Ja. Also, ich habe jetzt auch kein zeitliches Limit. Du kannst auch schneiden oder was auch immer. Ja, werde ich auch tun. Wobei, ich finde immer so wenig geschnitten wie möglich ist ganz gut, gerade bei diesen YouTubern, die alle 10 Sekunden einen neuen Schnitt machen. Ne? So, das finde ich eigentlich ganz schön anstrengend. Ja, aber das ist modern. Ne? Ja, wenig, das ist modern, wenig. Aber ich möchte ja gar nicht so modern sein. Wo ist denn die zweite Kamera? Du hast gesagt, du machst das aus zwei. Ja, genau, das wäre noch die andere gewesen. Die habe ich jetzt aber nicht dabei. Ein Kollege hat gesagt, die leiht er nicht so gerne aus. Da habe ich noch überlegt, ob ich noch eine zweite ausleihe. Da habe ich mir gedacht, ob ich noch jemand anderen frage. Sonst hätte man hin und her schneiden können. Ne? Das wäre natürlich noch schöner gewesen, aber da ist halt ein perfektes Mikro dran. Ich würde sagen, lass uns einfach mal machen. Ja. Und mal gucken, was bei rauskommt. Genau. So ein Format gibt es in der SPD nicht. Und, das kann man wieder weg. Ach, vielleicht ist sogar authentisch. Stört mich also überhaupt nicht. Also ich denke auch, wenn er beim Kinderspielplatz wäre, jetzt noch was anderes. Aber ja. Wir haben ja eben meistens alle Treffen öffentlich, oder? Manchmal Leute zu. Ja, okay. Und wenn das da irgendwelche Leute sehen, ist es eh öffentlich. Also, was soll's. Ja, sollen wir starten? Klar. Wer will anfangen? Du. Ich? Ja, ich muss ja irgendwen von euch fragen. Irgendwen von euch muss ich Du wolltest doch vorstellen. Fragen. Genau, okay, ich fange mit. Wissen die Leute, wer du bist? Nee, die Leute wissen nicht, wer ich bin, aber das kommt ja quasi im Trailer, den ich noch davor schneide. Okay. Ich fahre jetzt los. Also, das ist ein bisschen geschummelt, weil ich fahre dann nicht los, aber ich habe da schon ein Konzept dazu. Alles gut. SPD kennenlernen. Haben wir jetzt, das ist jetzt schon gelaufen. Also ihr seht das auch alles noch. Habe ich dir, glaube ich, noch nicht gesagt. Ne? Aber das Endprodukt werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Und wenn euch da irgendwas nicht passt, dann kann ich alles immer noch schneiden. Ne? Ich lade das dann nur so hoch, mache es ungelistet, dass das keiner sehen kann. Ich schicke das nur euch beiden, sonst keinem anderen. Und erst wenn ihr sagt, so freigegeben zum Abschluss, dann kann ich es hochladen. Und dann könnt ihr ja noch überlegen, ob du es vielleicht noch in deine Gruppe lädst oder du in deine vielleicht auch nur Teile, dass man, wenn wir da noch eine Kanada-Sache machen, nur zu zweit, mal überlegen. Ne? Gucken wir mal, wie es überhaupt wird. Ne? Okay, fangen wir einfach an. Also ich muss mich nicht vorstellen. Ja, Michael. Christoph.